Wow. Oh shit! Oh, oh shit! Ja. Jungs und Mädels, Hallöchen zu einem neuen Video. Diesmal aus Ibiza. Bin nach Ibiza geflogen, war eigentlich nicht auf dem Plan. Eigentlich war der Plan nach Barcelona zu gehen, um Downhill zu fahren im La Sorea Bikepark. Aber ein Kollege hat genau bei der Abfahrt Corona gekriegt. Deshalb haben wir den Trip abgeblasen und ich bin spontan jetzt nach Ibiza geflogen. Bin gerade mit dem Mariano unterwegs. Ihr kennt ihn, glaube ich, nur aus einem Video, wo ich letztes Jahr mal gemacht habe. Da hat er mir ein paar Trails hier gezeigt. Heute zeigt er mir einen Park, quasi ein Bikepark. Jetzt más o menos ein privado, hä? It's privado. It's we don't want motos or kids. Big jumps here. Mehr oder weniger privater Park, also ist er privat quasi wie in einem großen Garten von jemandem. Eine komplette Dirtjumpline, die wir später fahren werden, die riesig ist, also wirklich riesig. Ich bin gerade schon mal vorbeigefahren. Und jetzt gehen wir hoch, machen einen Run auf der Downhill-Strecke. Ihr seid dabei. Kompletter Tag, Action, Enduro und crazy Jumps. Huh? Yeah, it's gonna be. Das war nicht der Downhill, das war bloß eine Zwischenabfahrt. Das hier ist bloß ein ziemlich kleiner Hügel eigentlich. Ich denke vielleicht 80 oder 100 Höhenmeter. Kann man schöne Runden fahren und haben sogar ein richtiges Starthaus zum Downhillen hier. Also echt geil. Wir sind nicht die einzigen. Wir sind gemeinsam im Starthaus, das heißt, jetzt geht's ab. Also, mal schauen, was jetzt kommt. You're good to go? Ja. Go back. You fine? Alter. Ich schwör's euch, das ist eine richtige Downhill-Strecke hier. This is what happens when you doubt. I was thinking what line to choose at the top and then. But this is real downhill. Like. See, it's full. And a lot of line choices. I was taking all the lines, eh? Hi. Crazy. Good. Okay. Well, let's go for the flow bit, no? It's jumps here now? Almost. Okay. Two corners and jumps. Bueno, salvada del. Settings. Absolute Limit ausgereizt. It's very dry. I thought it was gonna be it's good, yeah. Wet. So you can push more.
Bike, eh? No way. We have to make a second one. This was a full action run. Wir sind nochmal hochgetreten. Ich habe gesagt, er kann es nicht auf sich sitzen lassen. Das war gerade. Jetzt fahre ich mal voraus. Just flow, man. Okay? Ja. Wow, nice line! Ja, boy! Fast! Yeah. Gabrun! I couldn't follow some bit. Okay, it was a bit more slippery down, huh? No, but you were fast. So, jetzt haben wir zwei Runs gemacht. Auf der Strecke. Ich habe das zweite Mal, wie ich vorne gefahren bin, sogar irgendeine falsche Abbiegung genommen. Und wir waren in irgendeinem Gegenanstieg. War aber auch geil. Und jetzt habe ich fast ein bisschen Angst. Warte mal, ich fahre mal nochmal zurück. Jetzt haben wir nämlich unten, quasi vor dem Typen im Garten, die Jumpline. Ich würde sagen, von oben bis unten hast du eine Fahrzeit von 45 Sekunden oder so. Und so sind die Sprünge. Ich weiß nicht, ob sie die Größe wiedergeben, aber das ist so richtige Dirt-Jumps. Wo du genau treffen musst. Ich bin hier schon mal gefahren, vor ein, zwei Jahren. Da waren aber oben bloß drei, vier Sprünge und jetzt ist es wirklich eine Line, die bombenlang ist. Und für mich, schaut es euch an, ein Step-up, Step-down. Monströs, würde ich sagen. Er wird mich hoffentlich ziehen. You pull, hä? Huh? Die Landung vor einem Absprung sieht man gar nicht. Ich würde mal Landung, Absprung auf Landung so. Wenn das so 19 Meter sind schon.
Absprung. Nicht ganz senkrecht, aber fast senkrecht. Also ich bin gespannt. Ich bin leicht nervös, habe aber auf jeden Fall Bock, die Dinger durchzuspringen. Hier nur massiver. Ich hoffe, dass der andere vorspringt. Wenn nicht, ziehen wir trotzdem irgendwie drüber. Bin natürlich nur mit meinem Enduro. Würde jetzt auch lügen, wenn es im besten Zustand ist. Hab schon lange nicht mehr gewartet, aber wird schon, solange es jetzt nicht ein bombenmäßiger Hang-up wird hier, wird schon halten. Also mal schauen, was jetzt kommt. The first level, it's long, the ramp is like going long. And this, the second ramp is, it takes you up. I'm more a bit like dirt. Yeah, yeah. So the first one is like more letting you go, and this one is, you can pull high, and it's cool. I want the kids. Die Frage ist, soll ich jetzt Angst haben, weil er einen Fullface aufsetzt? Also volles Vertrauen in den Typen, der mich jetzt drüber zieht, hoffentlich gleich. Der so an, der hat es noch nicht komplett durchgesprungen. Von dem her. Ja. Ja? Feel you need more speed, but you can go. So we needed more speed? No. You feel, maybe you feel you need more? Yeah. But normally no. Wow! Was good? Okay. Erster run war ganz cool. First run was good, now we try to clear it, huh? Yeah, boy. Scheiße! Alter! Rojo! Vale? Enjoy! Enjoy, ja? You're shaking! Yeah! I was thinking now it's the end! Sorry, I went too far here, huh? Oh, but like, was good. Also, dritter Versuch. Jetzt probieren wir es durchzuziehen. Ich glaube, ich muss ein bisschen mehr Abstand halten, weil ich irgendwie ein bisschen schneller rolle oder so. Aber, okay. Listo, listo. Schon wieder so nah dran. Zu kurz. Oh. Ah. Shit. Oh. Oh, zu weit. Oh. Ha 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 ha
It's just black, like against the sun. Ah, it's a bit line, no? Sick! Wow, what a line! It's insane, man. Wow! No one pedal, eh? Ooh, flow, flow. Okay, bro? Yeah. Let's do it. Opa. Big wow. Man, wow, that last one! Die Jungs und Mädels, das war ein schönes Ende. Ich bin durch, wir haben eine schöne 3-Stunden-Tour gefahren jetzt. Alles geil. Bis zum nächsten Video. Ciao.